Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie Seven Days to Die. Und ich glaube herausgefunden zu haben, dass das irgendwo hier oben sein müsste, Karlskorn. Weil ich bin von hier oben gekommen, hier von der Kiste, und bin hier irgendwie so runter. Und irgendwo hier müsste sich Karlskorn verstecken. Hoffe ich doch. So. Das trifft sich auch ganz gut, weil dann können wir da oben nämlich auch gleich zu dem anderen Händler dackeln, um da nach Dingsy gucken. Hier, geschmiedetem Tralala und so. Damit wir endlich unser Motorrad fertig kriegen. Damit wir dann in unsere neue Basis einziehen können und dieses ganze Hin und Her und so dann ein Ende hat. Wobei Auto wäre natürlich noch geiler, aber ich bin ja schon mal froh, wenn wir dann überhaupt erstmal ein Motorrad zustande bekommen haben. Schon wieder leicht gruselige Musik. Nehmen wir auf, ich nehme auf. Das ist schon mal sehr gut. So, wir fahren gerade auch mit Schmackes auf ein Dings zu. Auf eine Quest. Oder möchte ich... Moment, wo bin ich jetzt hier? Ich fahre darauf zu. Möchte ich das jetzt hier questen, das Ding? Es ist dieses Gears-Gedöns, ne? Aber... Ach ja. Nett, aber ich möchte, glaube ich, erstmal... Da ist es doch. Ha! Quietsch! So. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde, aber... Nichtsdestoweniger... Gehen wir da jetzt rein. Mit der Schaufel im Anschlag und der Knarre. So, jetzt wieder ein bisschen Floating Trees. Okay. Da unten kann man dann wohl rein. Hier ist so ein Pferdetrog. Die Dinger kann ich aufnehmen. Gut, das tut jetzt eigentlich nicht Not, aber okay, dann habe ich die mal aufgenommen. Es war der Falsche. Der Falsche. Es ist natürlich der Falsche. Aha, aha, aha. So, Moment. Die würde ich gerne erstmal bitte droppen. Die brauche ich nicht. Wo wir doch schon mal hier sind, ne? Nehme ich das doch gleich mal mit. Für unsere neue Basis und so. Schadet es nicht, den Stuff zu haben. Und wenn das hier auch so fancy ist, ne, dieses Gebäude, dann sehe ich es natürlich nicht ein, dass ich unten rumgehen sollte. Wo es jeder von mir erwartet. Mal kommen Sie mal raus, junge Lady hier. Ich glaube, ich möchte, ihr habt mir nämlich, also wenn mir schon so viele Leute sagen, nee, bitte nicht, ja, ich habe leider auf die Tür geschossen. Wenn mir schon so viele Leute sagen, oh ja, hier, komm, da wirst du aber richtig Spaß haben und so, dann möchte ich, glaube ich, hier gerne so viele Ein- und Ausgänge wie möglich haben.
Ah, ist eine Fackel. Da ist keiner drin. Ach, was hier so alles rumschläft. Nee, du brauchst mich gar nicht hacken hier. Was? Wo wer? Hm? Dahinter ist, glaube ich, jemand. Ah ja, hier der. Digby. Ah, Mensch, jetzt trefft doch endlich mal. Dankeschön. Okay. Achso, da war ich gerade dran. Eine zerstörte Chemiestation. Dann nehmen wir die doch mal auseinander. Das schadet ja nicht. Wir brauchen zwar keine Eisenbarren, aber, ne? Wie heißt das alte Sprichwort so schön? Haben ist besser als brauchen. So. Bringt das was, wenn ich die hier aufmache? Von wegen so Licht und so? Aber auf jeden Fall bringt es was von wegen, ich könnte raus und so. Das ist ja auch nicht das, das Schlechteste. Aber es macht auch keinen Wach hier im Haus scheinbar, ne? Dass man jetzt sagen würde, oh gut, die kommen jetzt hier durch und wollen mal schauen, wer jetzt hier... Aha. Okay, das wäre jetzt das Supermais. Daddy, das Supermais. Die Supermais, die Töfte Maus sozusagen. Okay, wir schauen mal kurz durch die Küche durch. Hab zu schnell die Taste gedrückt und gar nicht gesehen, was ich gelootet habe. Ganz viel Krims und auch Krams. Die Dose hätte ich gerne. Komm. Alter. Können wir jetzt hier nicht mit dieser Musik kommen? Okay, hier kommt man jetzt dann doch nicht rein. Hm. Wenn wir uns durchschaufeln können wir immer noch. Da war ich glaube ich dran, ne? Ja. Thank you.
Alter, kann diese Musik mal aufhören? Die macht mich ja ganz wahnsinnig hier. Alter, ich bin jetzt schon fertig mit den Nerven noch. So, Super Mais. Rezepte, da kann ich Kleber draus machen oder Super Mais Samen. Brauche ich aber 5 Stück von. Das heißt, ich müsste da noch mehr von finden, damit das tatsächlich. Was habe ich für Schuhe an? Oh, die haben Rüstung, schwere Rüstung. Hm. Das hat Braun mit drin. Was ist das hier? Wahrnehmung plus 1. Was habe ich? Intelligenz plus 1. Hm. Okay, behalten wir die auch erstmal. Sonst ist hier kein Versteck. Super. Okay, die werden wir mal schnabulieren. Und das Ding zerlegen. Milky Water. Hallo, Wanderhorde, das hallo. Ich habe mir irgendwie, ich glaube, den Arm gebrochen oder sowas. Oder mir wurde der Arm gebrochen. So, das war dann El Wanderhorde. Wie gut, dass ich rausgegangen bin. Darauf muss ich jetzt mal was trinken hier. So, was habe ich denn jetzt hier? Gebrochenen Arm. Eine Schiene oder ein Gips. Schiene. Was brauche ich denn für die Schiene? Ich glaube. Klebeband. Verdammt. Holz und Stofffetzen. Stofffetzen wäre nicht das Problem. Holz ist nicht das Problem. Klebeband ist das Problem. Habe ich hier Klebeband drin? Nee, ich hätte Verband. Hm. Verdammt. Wo habe ich denn eigentlich geparkt? Unten an der Straße irgendwo, ne? Ja. Schade, warum habe ich sowas nicht dabei? So, hier könnte ich jetzt zumindest erstmal das Zeug reintun, was ich. Ich glaube, das brauche ich da auch nicht drin. Diese Hand tue ich da auch mal rein. Die sind ja eigentlich für die neue Basis. Das deckt ja auch nicht. Dann tun wir es einfach rein und weg damit. So, ja gut, dann.
habe ich jetzt halt eben ein Problem. Ach, da wolltest du gern, dass ich da reingehe. Komisches Haus. Ach, zumachen kann ich es auch nicht. Doch, kann ich. Ah. Hm. Okay. Das ist also die Tür und die Tür. Und hier oben ist sonst da jetzt erstmal nichts mehr. Schaufeln müsste ich hier dann bei Zeit nochmal. Da war ich dran. Da kann ich schaufeln. Da oben ist ein Fenster. Irgendwer schläft hier noch irgendwo. Aha. Henriette. Natürlich noch länger, um da durchzuscrollen, ne? Wenn das jetzt auch mehr Dingens hier gibt, mehr Slots. Hier ist noch ein Waffeldäschle. Oh, schön. Das Messer trifft sich ja ganz gut. Kann ich die Dinger hier eigentlich auch abbauen und dann mitnehmen? Sag mal. Oder kommt da dann nur irgendwie Lehm bei raus und in dem Fall auch sogar ein bisschen Potassium? Ne, schade. Hätte ja klappen können. Was soll ich jetzt hier auf dem Dach? Weil das ist doch der andere, die andere Ecke. Huch. Da ist das Flugzeug. Sieht ein bisschen durchsichtig aus irgendwie. Und wo landet der Airdrop? Am Arsch der Welt wahrscheinlich. Wo stehe ich denn da und gucke in diese Richtung? Ach, hier vorne. Auf der Straße landet er. Okay. Wegpunkt speichern. Drop. Warum soll, kann und darf ich jetzt hier vorne raus, um dann hier oben drüber zu schlawenzeln? Was hat es damit auf sich? Es wird ja irgendeinen tieferen Sinn haben, dass ich hier hoch kann. Oder komme ich sonst eigentlich hier oben drüber rein? Aber ich glaube nicht, ne? Hm. Okay, das heißt, hier oben müssen wir dann nochmal schaufeln ohne Ende. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas übersehen, aber das ist dann so. Hoppala. Das heißt, wir haben so den oberirdischen Teil dieses Hauses erfolgreich gelootet. Das heißt, jetzt bleibt nur noch unten. Aber in unten, achso doch, hier lang geht's, glaube ich, in unten, ne? Ja.
Autsch. Wie jetzt? Mich hat ein herabfallendes Dingens verletzt, oder was? Die sind auf jeden Fall alle zerstört und hier haben wir noch eine Working Stiff Tools Kiste. Das kann ich zerlegen, das könnte ich einschmelzen, aber würde ich jetzt lieber mal zerlegen. Hier raus mache ich jetzt einfach mal Super Mais. So, das hier kann ich droppen, das brauche ich nicht. Und man merkt das schon mit dem gebrochenen Arm, wie lange das dann doch dauert, diesen Kram hier abzubauen. Aber wir haben das Ende einer Folge auch erreicht. Ich befürchte, mich wird hier noch irgendwas ganz, ganz Gruseliges und Schreckliches erwarten. Bestimmt irgendwo so dahinter im Teil vielleicht. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge sehen. Ich sage erstmal Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.